Wenn in Kaprun plötzlich die Ritterrüstungen scheppern, kann das nur eins bedeuten. Das Burgfest ist wieder da. Und bei den Vollkontaktturnieren der Alpenkrieger im Burghof geht es hart zur Sache. Bei dem dreitägigen Fest sind heuer 40 mittelalterliche Lagergruppen aufmarschiert. Die Kinder konnten Dinge wie Armbrustschießen ausprobieren und einem 6-Meter-Drachen begegnen. Interessant war auch der Handwerks- und Mittelaltermarkt. Und allein schon, um die aufwendigen Kostüme zu begutachten, zahlt sich ein Besuch des Festes aus. Rund um die Burg Kaprun, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde, fanden sich nach zweijähriger Zwangspause wieder zahlreiche Teilnehmer und Besucher ein. Brauchtum, Handwerk und Kultur der längst vergangenen Zeit wird 3 Tage lang gelebt. Ja, für uns ist eine große Freude. Es war ja die Burg selbst auch 2 Jahre zu. Und jetzt natürlich mit dem Burgfest wieder durchzustarten, ohne irgendwelche Corona-Regeln, ist natürlich voll schön. Und man sieht ja am Publikum jetzt im Hintergrund, wie viele Leute das natürlich freut und auch kommen. Ja, es war eine lange Wartezeit. Die Burg hat das Gott sei Dank überdauert, wie so vieles über die letzten Jahrhunderte. Und auch diese Corona-Pause haben wir gut überstanden. Wir freuen uns dann natürlich alle sehr, dass es endlich wieder Burgfest gibt. Mit dem Burgfest Kaprun taucht man ein in eine spektakuläre Zeitreise zurück ins Mittelalter. Die Burg hat eine lange Geschichte hinter sich und wurde 1984 vom Burgverein erworben und stetig restauriert. Das Burgfest sollte eigentlich die Burg Kaprun auch mit Leben erfüllen. Es sollte dieses alte Gemäuer, das seit 1000 Jahren steht in Kaprun und über Kaprun wacht, ins Zentrum rücken. Und ich glaube, das tut gerade in dieser schnelllebigen Zeit ganz gut, sich auch ein bisschen auf die Wurzeln zu besinnen. Auch diese Beständigkeit einer Burg, die ja viele Kriege, viele auch Seuchen durchlebt hat. Die Burg hat alles überstanden und ist auch ein bisschen ein Zeichen für eine gute Zukunft, indem wir mit der großen Hoffnung einblicken. Rund um die Burg haben Mittelalterfans ihre Zelte aufgeschlagen. Die einfache Lebensweise, die damals vorherrschte, nutzen viele, einmal abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen. Das Burgfest gehört natürlich zu den jährlichen Höhepunkten bei uns und das ist im Terminkalender gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben alleine durch dieses Fest viele, viele internationale Teilnehmer, aber auch bekannte Verwandte und Gäste, die nur wegen diesem Burgfest nach Kaprun kommen und die wissen auch, warum sie kommen, weil es einfach toll ist. Ein Highlight ist sicher das Vollkontaktturnier zum Alpencup der Alpenkrieger im Burghof. Das sieht nicht nur spektakulär aus, es ist auch so. 10 Sekunden. Vollkontakt ist einfach in voller Rüstung. Kann man sich vorstellen wie beim Boxen. In voller Rüstung mit dem Schwert auf Punkte gezählt, mit voller Wucht den Gegner zu treffen. Und das Ganze in einer Sportform, das ist ein Wahnsinn. Also es ist wirklich so, wie es früher im Mittelalter war, nur in Sportform jetzt. Und was wäre denn ein Burgfest ohne Drache? Dragon, so heißt das 6 Meter lange, feuerspeiende Ungetüm, wohnt auf der Burg Kaprun in seinem Drachenhorst. Trotz seines grimmigen Gesichts ist er der Liebling der Kinder. Ein so umfangreiches Programm braucht natürlich auch Gönner und Unterstützer. Also ganz besonders unsere Sponsoren, weil ohne Sponsoren würden wir das Burgfest gar nicht durchführen können, weil die Eintritte einfach natürlich das gar nicht hereinbringen. Ich habe jetzt schon gesagt, es sind Investitionen, Personalkosten, es sprengt den Rahmen. Und wenn wir jetzt nicht unseren Tourismusverband Zell am See Kaprun hätten, die Gemeinde Kaprun, Kaiserbier, und natürlich viele Firmen, die uns unterstützen, Kapruner Firmen, könnten wir das Burgfest nicht durchführen. Und daher herzliches Danke auch an unsere ehrenamtlichen Helfer und natürlich meinem Burgfest-Team. Das Burgfest in Kaprun ist immer wieder ein eindrucksvolles Erlebnis, das einen Einblick in das frühe Leben und Treiben auf Burgen und Schlössern gibt.